Hallo. Hallo, sind Sie Herr Klautaler? Ja, ist korrekt? Hallöchen, da sind wir wieder mit einem neuen Video und demzufolge auch mit einem neuen Telefonat. Heute habe ich euch wieder jemanden mitgebracht, den es hier auf dem Kanal bereits schon mal gab. Allerdings hat die nette Dame, die hier am Telefon ist, mit diesem ja sehr eindeutigen Akzent, schon mal angerufen und sich auch schon mal unter einem anderen Namen von mir verarschen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Und Sie? Herr Stoller, ich bin Lili Ster, ja. Geht um Folgendes. Sie haben sich registriert auf unsere Webseite, ja? Als Ruby Finanz. Sie haben Interesse gezeigt zum Handel. Sagen Sie mir bitte, Sie haben versucht, vor ein paar Minuten das Handelskonto aktivieren, ja, so wie ich das verstehe. Herr Stoller, wo haben Sie Schwierigkeiten? Ich möchte dabei helfen und Sie unterstützen als Kontomanagerin. Weiß ich nicht, haben Sie denn Schwierigkeiten? Ich habe keine, ich will Sie helfen, ja. Sie haben bestimmt jetzt Ihr Konto geöffnet und jetzt, wann soll das aktivieren, Herr Stoller? Weiß ich noch nicht. Ja, dann helfe ich Ihnen. Wo sind Sie jetzt? Möchten Sie mit uns handeln? Verstehe ich richtig, ja? Und Geld verdienen. Das muss ich mal gucken, ja, vielleicht. Ja, also mit der Masche versuchen Sie es immer und immer wieder. Man wird irgendwo angemeldet oder hat sich irgendwo angemeldet, ist vom Prinzip her auch erstmal egal. Ja, und dann werdet ihr angerufen und es meldet sich irgendjemand, meist nicht deutschsprachiges oder zumindest verrät der Akzent schon, dass man hier nicht mit einer deutschen Person spricht. Ja, und dann möchten sie von euch eine Einzahlung haben, um irgendein Konto zu aktivieren. Aber so richtig, worum es geht, wird hier nie richtig erwähnt. Ja, irgendein Trading-Konto und Trading-Roboter und sowas hat man ja hier meistens alles mit dabei. Ja, aber worum es so richtig geht, was man hier macht und was da mit dem Geld passiert, das verrät euch irgendwie in keinem Fall irgendjemand. Da hat man dann auch gar kein Interesse dazu. Eigentlich geht es jedes Mal nur darum, dass man irgendwie möglichst schnell da Geld einzahlt. Fragen stellen darf man aber auf gar keinen Fall. Ja, da kann man dann schon mal sauer werden, so als Berater. Ja, und hier die nette Dame, die macht sich ja in dem Gespräch auch wieder absolut selbstverdächtig, ohne dass wir da großartig nachhelfen müssen. Okay, was heißt vielleicht? Ist etwas, keine Ahnung. Ja, vielleicht warum? Bedeutet eventuell. Aha. Okay, haben Sie selber jetzt uns gefunden oder hat jemand Sie jetzt empfohlen, auf uns zu landen sozusagen, Herr Stoller? Nee, dass euch jemand empfiehlt, das glaube ich ja nicht. Was hat Sie, also ich weiß nicht, aber was hat Ihnen am besten gefallen auf unsere Werbung, Herr Stoller? Welche Werbung denn? Ja, es gibt eine Werbung, ja, wo Sie sich angeklickt haben und registriert. Ich habe direkt auf Ihrer Webseite, ich habe keine Werbung angeguckt. Okay, aber jemand hat sicher Sie hierher empfohlen, ja? Nee. Weil Sie jetzt bei uns sind, Herr Stoller. Sowas empfiehlt doch keiner. Okay, wie haben Sie uns gefunden, Herr Stoller? Google? Okay. Momentchen. Gut. Ja. Was sehen Sie jetzt, ja, auf unserer Plattform? Also da machen wir uns schon wieder verdächtig, weil wir über eine Werbung oder nicht über eine Werbung auf Ihre Webseite gekommen sind und sie denkt tatsächlich ernsthaft, dass irgendjemand das hier empfohlen hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ja, empfiehlt, dass man auf eine Betrugswebseite Geld einzahlen soll. Naja, aber lassen wir sie mal weiter quatschen. Na, momentan bin ich im Gästezimmer und mache die Wäsche. Gut, okay, aber gerade vor einer Minute steht, a minute ago, ja, Sie waren hier bei uns. Ja, ist schon ein bisschen länger her, ja, aber jetzt war die Waschmaschine fertig, jetzt habe ich erstmal die Wäsche gemacht. Ja, das ist gut, das ist Ihre eigene Sache, ja, was Sie gerade tun, das interessiert mich gar nicht, ja, geht mich nicht an. Ich frage ja, also, wie wir weitergehen. Sie möchten Handel mit uns, ja, und das Geld verdienen, Herr Stoller. Ja, muss ich mal gucken. Was wollen Sie gucken? Na, ob ich die Seite gut finde. Okay, haben Sie überhaupt Erfahrungen ja in diesem Bereich, womit Sie handeln möchten? Mit welchen Aktiven, Herr Stoller? Ja, klar. Ich suche was mit Kryptowährung. Mit Kryptowährung, das ist ja gut, ja, das ist eine gute Wahl, Herr Stoller. Wissen Sie, ich erkläre Sie, wie das Ganze funktioniert, ja?
Mit Kryptowährung ist auch wohl möglich bei uns, als auch mit Bitcoin zum Beispiel, Aktien und verschiedensten Aktiven. Dafür bekommen Sie, also sobald Ihr Handelskonto aktiviert ist, Sie bekommen einen Analytiker von uns, ja, einen Finanzberater, der mit Ihnen in Verbindung setzen wird und alles erklären, wie das Ganze funktioniert, ja, technisch mehr, wie Sie Ihre Profite und Rendite abholen können, ja, Herr Thaler, und auch einen Handelsplan mit Ihnen aufzubauen. Was halten Sie davon? Wäre schon interessant für Sie, ja? Die Verbindung war gerade weg. Ich glaube, Sie müssen das nochmal wiederholen. Nee, Herr Thaler, ich habe das alles klargestellt jetzt und Sie haben das sicher zugehört. Nee, die Verbindung war weg. Doch, ich habe Sie ganz schlecht verstanden. Jetzt sagen Sie wieder nichts, jetzt sind Sie wieder weg. Herr Thaler, möchten Sie mit uns handeln, ja? Mit welcher Summe hätten Sie gerne dann anstarten? Ja, sage ich ja, dass ich mir das nur überlege, aber ich habe Ihren Text nicht verstanden, den Sie da vorgelesen haben. Sie waren auf einmal weg. Ich habe nur von Analytiker gesprochen, ja, von einem Finanzberater. Es gibt einen Fachmann bei uns, ja? Der Fachmann befindet sich ganz lange auf dem Finanzmarkt, ja? Mhm. Und er kennt sich ganz gut aus. Er wird Ihnen alles erklären, Schritt für Schritt zeigen, auf der Plattform begleiten, Herr Thaler. Ist Ihnen jetzt klar, was ich sage, ja gerade? Ja. Nee, eigentlich genau genommen nicht, weil letztendlich hat sie nichts anderes gemacht, als lauter Scheiße aneinander gereiht. Und naja, die Dame hat ja nicht mal Bock, sich zu wiederholen. Ich meine, klar habe ich sie hier verstanden, aber es hätte ja sein können, theoretisch, dass die Leitung nicht vernünftig funktioniert hat. Ja, aber was will die hier eigentlich? Ne? Also ich meine, ich frage, ob sie das nochmal wiederholen kann, weil ich habe es nicht richtig verstanden. Ja, aber da merkt man wieder 1a, worum es hier geht. Nicht darum, um euch irgendwie zu beraten und vernünftig aufzuklären, dass man eben auch weiß, was man da tut. Nein, nein, es geht nur darum, dass ihr da euer Geld einzahlt und dabei möglichst die Klappe haltet. Und schön das Spielchen einfach von denen mitmacht. Irgendwelche Nachfragen oder Rückfragen oder Informationen, die sind da auf keinen Fall erwünscht. Die stören sogar nur. Naja. Das ist ja mal gut, schon mal besser. Okay, also, dieser Analytiker wird mit Ihnen in Verbindung setzen, ja? Aber das ist je nachdem Sie wünschen, ja? Es kann einmal pro Tag sein, es kann mehrmal sein, oder einmal pro Woche, oder monatlich. Also, liegt wieder nach Ihrem Wunsch alles, ja? Deswegen... Bevor Sie einen Analytiker-Termin bekommen, Sie sollen auf jeden Fall Ihr Handelskonto aktivieren. Aktivierung heißt bei uns, wenn Sie zum Beispiel dieser minimale Betrag, 250 Euro, von Ihrem Bankkonto auf Ihrem Handelskonto überweisen, um weiter zu handeln, Herr Thaler, ganz einfach. Verstehen Sie? Ja, so in etwa. Sie sind irgendwie so weit jetzt. Ich sage ja, so in etwa. Ja, Sie haben noch nie gehandelt, so wie ich verstehe. Sie haben überhaupt null Erfahrungen, ja? Null Ahnung davon, oder, Herr Thaler? Nö, so ein bisschen Erfahrung habe ich schon. Welche Erfahrungen haben Sie? Auch mit Krypto oder anderen Aktiven? Ne, mit anderen, mit Währungspaarwechsel oder wie das heißt. Das ist aber auch Krypto, Herr Thaler. Nee. Es geht auch um Krypto. Ich habe mit Euro und US-Dollar und sowas. Okay, ja, jetzt habe ich verstanden. Herr Thaler, dann ist das auch wieder eine gute Möglichkeit mit Kryptowährung bei uns handeln. Sind Sie bereit? Ah ja, nach Ihren zahlreichen, sehr aufschlussreichen Informationen fragt sie mich jetzt, ob ich bereit bin, da Geld einzuzahlen. Na, ganz bestimmt nicht. Denn, diese Vorhergehensweise, wie die hier schon wieder stattfindet, ist nichts anderes als absolut unseriös. Im Callcenter eine halbe Diskothek. Sie hat gar keine Lust, irgendwelche Fragen zu beantworten. Und sie macht ja eigentlich damit ja auch sehr, sehr aufmerksam darauf, dass es wirklich nur darum geht, dass ihr da eure Kohle einzahlt. Was da aber denn letztendlich passiert, das interessiert gar nicht. Also man will euch nicht beraten. Man will euch nicht helfen, irgendwie Geld zu verdienen. Ich meine, wer ruft euch auch an und sagt, hier kannst du Geld verdienen? Das klingt ja nicht nur komplett bescheuert, sondern ist auch komplett bescheuert. Niemand wird freiwillig sich bei euch melden und sagen, so, hier hast du deine Chance deines Lebens. Ja, kann man sich vielleicht einreden, aber naja, mehr als Betrug wird da in so einem Fall definitiv nicht bei rumkommen. Ja, weiß ich noch nicht. Also, wie lange gibt es denn Ihre Firma schon?
Unsere Firma existiert schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Okay. Genau. Und so alle Kunden bisher sind zufrieden. Solange ist doch die Domain noch gar nicht registriert. Entschuldigung, ich muss da etwas erklären, ja. Hm. Okay, wiederholen Sie bitte Ihre Frage noch. Ich sage, solange ist doch die Internetdomain noch gar nicht registriert. Entschuldigung, ja, Moment, war ich wieder weg. Also, wir haben Regulierung, ja, was Sie brauchen, wenn Sie jetzt Informationen brauchen von uns, ja, ob wir eine regulierte Firma sind oder das können Sie auch, wie gesagt, dafür haben Sie keine Sorge, wir sind regulierte Firma, ja, Herr Tolle. Ach, und wo sind jetzt die Beweise dafür, dass wir eine regulierte Firma sind? Ich glaube nicht, dass Ruby Finanz irgendwas mit Seriosität und irgendeiner Registration zu tun hat. Ruby Finanz ist nichts anderes als einfach wieder eine neue Abzockerfirma auf dem Markt, die ja noch kein ganzes Jahr überhaupt auf dem Markt ist, sondern relativ frisch auch noch. Callcenter Scambaiting hat das Thema mit Ruby Finanz ja auch schon auf seinem, auf seinem Kanal gehabt und durchgekaut. Tja. Seriös ist diese Firma in gar keinem Fall. Und so wie man sich hier gibt, versucht man auch dem Anschein nach nicht mal irgendwie seriös zu sein. Dann ist sie ständig weg am Telefon, obwohl sie sagt, ich soll wiederholen. Dann hört sie wieder nicht zu. Dann sagt sie, ich soll wieder wiederholen. Und naja, und dann erzählt sie mir, ja, ich bin seriös. Ja, und wo sind jetzt die Belege dafür, dass dieses Unternehmen tatsächlich seriös ist? Weil alles andere, was ich dazu rausgefunden habe, spricht vollkommen dagegen. Ja gut, sagen kann das ja jeder. Ja, Sie können alles auf unserer Plattform sein, ja? Mhm. Wenn Sie möchten, ich kann Ihnen einen Link schicken, ja? Wir können gemeinsam alles anschauen. Ja. Jetzt sind Sie weg. Ja, einen Moment. Okay, WhatsApp haben Sie, ja, Herr Thaler, auf diese Nummer? Nee, auf der Nummer habe ich kein WhatsApp. Haben Sie aber E-Mail-Adresse klaus.thaler@googlemail.com. Ist das von Ihnen, ja? Mhm. Ja, nu? Ein Moment, ja, ich versuche sie zu schicken, ja? Unsere Regulierung, ein Moment bitte. So, unsere Link von unserer Regulierung, ja? Mhm. Kurzen Augenblick noch, die Daten laden. Ich bitte um mehr Geduld, ja? Und Verständnis. Mhm. So, bald haben wir das. Wenn wir ein bisschen noch mit mehr Geduld haben, also dann. Bei Betreff soll stehen Lili Stern. Momentchen. Ein bisschen durcheinander alles gelaufen. Aber ist ja nicht schlimm, wir kriegen alles hin. In der Ruhe liegt die Kraft. Was soll eigentlich die ganze Zeit dieses Gestammel? Ich meine, da kommt ja überhaupt nichts Sinnvolles bei ihr rum. Dann muss man ständig warten, dann muss sie wieder suchen, dann weiß sie wieder irgendwie nicht Bescheid und ja, dann will sie mir einen Link schicken und. Oh, und solche Leute wollen an euer Geld. Tja, und in der Regel auch ziemlich viel Geld, denn mit den 250 Euro, die man so kennt, da fängt das Spielchen meistens erst an. Und wenn ihr dein Geld überwiesen habt, tja, dann wollen sie meistens noch ein bisschen mehr Geld, damit ihr dann Geld auszahlen könnt. Oftmals gibt man dann so den Grund an, um dann Geld auszahlen zu können, muss man nochmal irgendwie Geld aufladen, 250 Euro, 500 oder 1000. Ja, da werden dann die Geschichten wieder richtig interessant. Mal schauen, ob in Zukunft nochmal jemand von dieser Sorte bei uns anruft. Also, ja. Momentchen, Sie haben doch Zeit für mich, ja, Herr Thaler? Ja, warum sagt denn da die ganze Zeit jemand was vor? Nee, einfach, dass Sie, wissen Sie, es kann auch dazwischen etwas kommen, vielleicht. Ich meine, dass wir Zeit haben, dass ich Ihnen dann viel mehr und besser erklären kann. Ja, aber deswegen muss doch keiner was vorsagen. Alles okay, nun. Okay, ich habe es geschickt, ja. Wie heißt denn die Person, die da neben Ihnen sitzt? Können Sie bitte Ihre E-Mail, ja, also Posteingang öffnen, ja, und schauen. Oh, wird ja immer seriöser. Da wird einfach gar nicht drauf eingegangen, was der Kunde sagt, wenn man ertappt wurde. Da wird einfach ignoriert und weitergemacht in dem Thema, womit sie da fortfahren möchte. Und angeblich hat sie mir eine E-Mail geschickt. Oh Mann, also wirklich, ich weiß nicht, was sowas soll, aber ich meine, wenn ich eine ganz normale Frage stelle, dann erwarte ich eigentlich auch, dass ich eine Antwort kriege. Und wenn sie die Frage nicht verstanden hat, ja, dann kann man doch mal nachfragen, was der Kunde da gesagt hat und nicht einfach,
ohne Wenn und Aber in seinem Programm weitermachen. Ich meine, unfreundlicher und unseriöser geht's ja wohl kaum noch. Naja, aber in dem Callcenter geht's auf jeden Fall noch ein bisschen unseriöser. Die regulieren von uns dieses Dokument. Ja, muss ich erstmal meinen Computer anmachen? Ja, dann machen Sie das. Und wie heißt die Person, die da neben Ihnen sitzt? Entschuldigung, ja? Sagen Sie? Ja, die Frage war, ich wollte gerne wissen, wie die Person heißt, die damit zuhört und Ihnen alles vorsagt. Lili Stern heiße ich. Ja, und die Person neben Ihnen, die damit zuhört? Ja, das ist auch meine Kollegin. Und was für eine Rolle spielt das für Sie? Ich bin Praktikantin. Oh, aber dafür, dass Sie Das ist meine Vorgesetzterin, Maria Hemmes. Ja, ich bin Praktikantin. Ah ja, und Praktikanten haben gleich mit den Kontodaten vom Kunden zu tun? Aha, mal ganz davon abgesehen, hatten wir sie vor über einem Monat tatsächlich ja auch schon mal am Telefon. Das ist aber ein komisches Praktikum, wenn man die ganze Zeit nur im Praktikum ist. Tja, also, weiß ich nicht, was man dazu noch groß sagen soll. Ich meine, sie liefert ja hier einen Beweis nach dem nächsten, dass es unseriöser gar nicht sein könnte. Zumal, wer hatte mich nochmal darauf hingewiesen, dass sie mir in dem Gespräch hier zuhört, die komische Chefin? Irgendwie gar keiner. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass zum Gesprächseinstieg gleich gesagt wurde, dass das Gespräch abgehört wird und dass das hier kein vertrauenswürdiges Gespräch ist. Tja, das sollte euch mal bei einer normalen Bank passieren. Ich glaube, dass es sowas nicht so einfach gibt. Sicherlich gibt es immer schwarze Schafe, die sich nicht unbedingt an die Regeln halten, weil wo kein Kläger, da auch kein Richter und naja, woher sollte das Ganze dann, ja, kriegt ja keiner mit, ne? Aber wenn da im Hintergrund so laut jedes Mal erzählt wird, was sie sagen soll am Telefon, ja, Entschuldigung, dass mir das aufgefallen ist und dass ich vielleicht mal auch darauf hinweise, dass das ein bisschen komisch ist. Und sie hilft mir dabei, unterstützt mich. Aha, und als Praktikantin arbeiten Sie dann gleich schon mit Geld? Ja, ganz natürlich. Okay. Wieso? Bei der Bank, man fängt auch irgendwann mal an, ja? Herr Stalle, bei der Bank, wissen Sie, die Meister, die kommen alle nicht vom Himmel, oder? Ja, die geboren nicht gleich als Meister oder als Bankerin, die arbeiten, ja? Man wird davon sein, ja? Man fängt irgendwann an. Ich bin sicher, dass Sie auch etwas angefangen haben in Ihrem Leben, ja? Ja, ist so an sich ja erstmal richtig, dass jeder anfängt und auch ich hab mal mit irgendwas angefangen, ganz klar. Aber es gibt Gesetze. Und grundsätzlich arbeiten Praktikanten bestimmt nicht gleich mit den Kunden. Und in der Bank arbeitet der Praktikant definitiv auf gar keinen Fall gleich mit Geld. Denn das Ganze hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und naja, es ist immer noch keine Begründung, warum da jemand zuhört, ohne dass ich darauf hingewiesen wurde, dass jemand zuhört. Sie waren nicht gleich zum Beispiel als Ingenieur oder so, sonst, obwohl ich da mich ganz bezweifle, dass Sie überhaupt Ingenieur sind. Aha, wie bitte? Ich soll mir jetzt von der Praktikantin anhören, dass sie bezweifelt, dass ich überhaupt Ingenieur bin und die will von mir Geld? Und da sitzt auch noch die Chefin daneben und haut nicht die Praktikantin gleich vom Stuhl runter. Also ich glaube, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich auch mal in einem Unternehmen eine Qualitätssicherung eingeführt habe am Telefon. Das heißt, der Kunde hat was gekauft und dann wurde nochmal zurückgerufen. Und natürlich haben das auch die Azubis unter anderem gemacht. Aber erstens habe ich bei den Gesprächen maximal aus der Perspektive zugehört, dass ich den Anrufer nicht höre, ob der Azubi sich auch vernünftig artikuliert am Telefon und da nicht irgendwelches Gesichtswurstwasser übers Telefon kommt. Und zum anderen hat garantiert niemand den Kunden dann am Telefon irgendwie beleidigt. Also, und auch gleich irgendwie als minderwertig dargestellt, dass ich, Naja, unfassbar seriös. Was will man dazu noch sagen? Okay, schauen wir weiter, ja? Ja, so an sich ist das ja schon mal erstmal richtig, aber grundsätzlich fände ich das auch, ich meine, es sagt ja auch schon das deutsche Gesetz, dass sie mich informieren müssen, wenn da noch jemand zuhört. Wissen Sie, ich habe Schnauze voll von Ihnen, ja? Entweder machen Sie jetzt, öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse, ja? Sind aber ein seriöses Bankunternehmen, wenn Sie die Schnauze voll haben von Ihren Kunden, nur ja, weil Sie Kunden in Frage natürlich stellen. Natürlich, aber wenn Sie so ständig mehr, also Unvertrauen zu mir haben, ja, das ist auch irgendwann... Auch ja, aber wenn ich bei Ihnen Geld investieren soll, dann kann ich doch wohl was fragen, oder Sie, nicht? Dann sage ich, bitte öffnen Sie meine Adresse, ich werde dabei sein, ja, und unterstützen und helfen. Falls Sie Fragen haben auf unserer Plattform, ich werde Punkt für Punkt alles erklären, verstehen Sie? Ja, das verstehe ich schon, dass Sie mir das sagen, nur Sie machen das ja nicht. Wieso? Ich habe jetzt geschickt, ja?
Auf Ihre E-Mail-Adresse. Ja, aber Sie gehen ja nicht mal auf den Einwand ein, wo ich gesagt habe, dass das nicht in Ordnung ist, dass Sie mich nicht darüber unterrichtet haben, dass noch jemand zuhört. Öffnen Sie bitte E-Mail-Adresse, Ihr Posteingang, ich warte. Ja, jetzt gehen Sie ja wieder nicht auf das ein, was ich gesagt habe. Ich warte, ich möchte Sie gerne erklären, ja? Ja, warum dann ignorieren Sie alles, was ich sage? Ach, ja, unfassbar seriös. Also erstmal hat sie die Schnauze voll, dass ich Fragen frage. Ich glaube, jetzt ist wirklich das Limit erreicht von Seriosität nach unten, also im gegenteiligen Sinne. Hat die sie noch alle? Also ich meine, die will Geld von mir. Also was soll denn das? Da kriegt ihr wirklich die Antwort, sie hat die Schnauze voll. Weil ich ihr ganz normale Fragen stelle. Ich meine, ist doch mein gutes Recht. Sie hätte mich darüber informieren müssen, dass da jemand noch mit zuhört. Und das darf ich nicht nachfragen? Tja, die wusste halt einfach nur, sich nicht mehr zu helfen, was sie noch dazu sagen sollte, weil es wieder 3 Meter von ihrem Skript abgewichen ist. Ja, und ganz zum Schluss wird ja wohl die nette Tante denn im Hintergrund auch empfohlen haben, das Telefongespräch einfach abzuwürgen. Naja, so arbeitet natürlich kein seriöses Unternehmen. Und sie ist ja auch auf nichts eingegangen, also wirklich auf überhaupt nichts. Sie hat ja einfach alle Fragen vollkommen ignoriert und einfach mit ihrem Programm weitergemacht. So, wie man es halt eben von Betrüger-Callcentern und Abzockern, ja, gewohnt ist. Tja, schon erbärmlicher Job. Naja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja Bescheid. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ansonsten den Abo-Button, den dürft ihr gerne grau färben. Wenn der rot leuchtet, ist das auf jeden Fall die falsche Farbe. Die Glocke daneben, die dürft ihr auch gerne aktivieren. Sieht ganz nett aus, wenn ihr da mal drauf drückt. Würde den Kanal auch unterstützen und mir auf jeden Fall dabei helfen, dass der Kanal weiter wächst. Ja, und wer möchte, der findet jetzt hier noch eine Playlist zu allen anderen Videos auf dem Kanal. Bis morgen, wo was Neues auftaucht. Das heißt, ihr könnt die Zeit sinnvoll überbrücken. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.